Mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, in den Momenten, in denen Kummer und Kummer dein Herz zu ersticken scheinen, sehe ich jede Träne, die du vergießt, und ich spüre jeden Schmerz, der dich quält. Ich weiß, dass du dich verzweifelt nach einer Antwort von mir sehnst, etwas, das diese schwere Last, die auf deinen Schultern lastet, erleichtert. Das Gefühl, in einem riesigen Ozean der Unsicherheit verloren zu sein, kann überwältigend sein, insbesondere wenn jeder neue Tag größere Herausforderungen und Hindernisse mit sich zu bringen scheint, die scheinbar unmöglich zu überwinden sind. Ich verstehe zutiefst, dass sich das Warten auf Heilung, ob körperlich, emotional oder spirituell, in Monaten oder sogar Jahren wie eine Ewigkeit anfühlen kann. Jeder Moment, der ohne Anzeichen von Erleichterung vergeht, kann ihren Glauben auf die Probe stellen und sie fühlen sich ausgelaugt, entmutigt und am Rande der Verzweiflung. Aber, mein Kind, ich möchte, dass du in diesem Moment meine Gegenwart an deiner Seite spürst. Wenn du dich am schwächsten fühlst, bin ich deine Stärke. Wenn die Dunkelheit endlos scheint, bin ich das Licht, das deinen Weg weist. Egal wie heftig die Stürme sind, denen sie ausgesetzt sind, denken sie daran, dass ich mit ihnen segle und ihre Hand festhalte. Ich ignoriere ihr Leiden nicht und schweige auch nicht angesichts ihrer Bitten. Jedes ihrer Gebete erreicht mich, und ich arbeite, wie still auch immer, daran, ihrem Herzen Wiederherstellung und Hoffnung zu bringen. Vertrau mir, auch wenn alles um dich herum auseinanderzufallen scheint. Die Ungewissheit über die Zukunft kann deinen Geist in einen dichten Nebel hüllen, die Hoffnung verdunkeln und dein Vertrauen in meinen göttlichen Plan untergraben. Doch selbst in den dunkelsten und herausforderndsten Zeiten ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass sie auf ihrer Reise nicht allein sind. Ich bin immer an deiner Seite, auch wenn es scheint, dass meine göttliche Stille um dich herum mitschwingt. Ich kenne deine tiefsten Kämpfe, ich sehe deine leisesten Tränen und ich bin bei jedem deiner Atemzüge da, auch wenn du dich von der Welt verlassen fühlst. In diesen Momenten der Dunkelheit wird ihr Glaube wirklich auf die Probe gestellt und gestärkt. Wenn sie am Rande der Unsicherheit und des Kummers stehen, wird ihre Entschlossenheit geformt und ihre Verbindung zu mir wird zutiefst erneuert. Trotz des offensichtlichen Mangels an unmittelbaren Antworten ist es wichtig, die Flamme der Hoffnung am Leben zu erhalten, angetrieben von der unerschütterlichen Überzeugung, dass zur richtigen Zeit und auf die richtige Art und Weise Heilung kommen wird. Jeder Tag, an dem sie trotz der Schwierigkeiten weiterkämpfen, ist ein Beweis für ihre Widerstandsfähigkeit und ihren unzerbrechlichen Glauben. Erlaube meiner unendlichen Liebe, dich wie eine Decke voller Trost und Frieden zu umhüllen. Öffne dein Herz für meine Gnade, die ausreicht, um dich in jeder Situation zu unterstützen. Denken Sie daran, dass die dunkelsten Nächte den hellsten Morgendämmerungen vorausgehen. Und in diesen Momenten der größten Prüfung wird Ihr Glaube verfeinert und gestärkt. Verliere nicht die Hoffnung, mein Sohn. Ich bereite etwas Neues und Wundervolles für Ihr Leben vor. Jede Herausforderung, der du gegenüberstehst, ist eine Gelegenheit zu wachsen, mir näher zu kommen und die Tiefe der Stärke zu entdecken, die ich in dich gelegt habe. Halte an den Versprechen fest, die ich dir gegeben habe. Lass meine sanfte Stimme die Stürme in deinem Geist beruhigen und deinem Geist Gelassenheit bringen. Sie sind auf dieser Reise nicht allein, ich bin heute, morgen und in allen kommenden Tagen bei dir. Es erfordert Mut, weiter zu glauben, auch wenn die Hindernisse unüberwindbar und die Zukunft ungewiss erscheinen. Aber es ist dieser Mut, der im unerschütterlichen Vertrauen in meine Macht wurzelt und es ihnen ermöglicht, trotz aller Widrigkeiten auf ihrer Reise fortzufahren. Auch wenn die Hoffnung zerbrechlich und weit entfernt erscheint, denken Sie daran, dass Sie nicht allein sind. Ich bin auch in den dunkelsten Momenten immer an Ihrer Seite und begleite Sie mit Liebe und Mitgefühl. Vertraue auf meinen göttlichen Prozess,
halte deinen Glauben unerschütterlich und wisse, dass am Ende die Heilung kommen wird, die neues Licht und eine tiefe Erneuerung für deine betroffene Seele mit sich bringt. Der Weg zur Heilung kann ein beschwerlicher Weg sein, bei dem sich jeder Tag ohne Erleichterung wie eine Ewigkeit anfühlt. Geduldiges Warten ist eine Prüfung des Glaubens, die die Grenzen der Seele herausfordert. Inmitten des stillen Schmerzes und der schwindenden Hoffnung ist der Glaube wie ein zerbrechliches Licht, das die Dunkelheit bekämpft. In den dunkelsten Momenten ist es natürlich, den Grund für mein Schweigen zu hinterfragen. Doch gerade in diesen Tiefen entsteht die wahre spirituelle Stärke. Wenn Ihr Glaube auf die Probe gestellt wird, entdecken Sie Ihre innere Widerstandsfähigkeit und die Tiefe Ihrer Verbindung zu mir. Das Ausbleiben sofortiger Antworten ist kein Zeichen der Vernachlässigung, sondern eine Gelegenheit, Ihr Vertrauen in meinen göttlichen Plan zu stärken. Es ist eine Erinnerung daran, dass mein Timing nicht mit eurem übereinstimmt und dass meine Weisheit über euer begrenztes Verständnis hinausgeht. Während du auf Heilung wartest, ist es wichtig, Trost in dem Versprechen zu finden, dass kein Schrei von mir unbeachtet bleibt und jedes Gebet erhört wird, auch wenn es nicht sofort beantwortet zu werden scheint. Mein geliebter Sohn, ich möchte, dass du weißt, dass ich selbst in den heftigsten Stürmen an deiner Seite bin und dich mit meiner treuen rechten Hand unterstütze. Eine verspätete Antwort bedeutet nicht Gleichgültigkeit, sondern vielmehr sorgfältige Vorbereitung des Besten für sie. Manchmal ist die Heilung, die sie suchen, nicht nur körperlich oder unmittelbar, sondern beinhaltet einen tiefgreifenden Prozess der inneren Transformation. Ich arbeite in Bereichen ihres Lebens, die sie vielleicht noch nicht erkannt haben, um ihren Charakter zu formen, ihren Glauben zu stärken und ihr Vertrauen in mich zu vertiefen. Vertraue darauf, dass jeder Moment des Wartens ein gepflanzter Samen ist, der zur richtigen Zeit reichlich Früchte hervorbringen wird. Meine Gnade reicht aus, um dich zu unterstützen, und meine Liebe ist beständig, auch wenn Stille zu herrschen scheint. Nutzen Sie diese Zeit, um näher zu mir zu kommen, meine Gegenwart zu suchen und die größeren Ziele zu verstehen, die ich für Ihr Leben habe. Denken Sie daran, dass ich das ganze Bild sehe, während Sie nur einen Teil davon sehen. Was Ihnen wie eine Verzögerung vorkommt, ist Teil meines perfekten und unerschütterlichen Plans. Lassen Sie sich nicht entmutigen, denn die Hoffnung, die ich in Ihr Herz setze, wird nicht enttäuscht werden. Glauben Sie daran, dass das Heilmittel, die Antwort oder die Lösung, auf die Sie warten, genau im richtigen Moment auf überraschende Weise und über das hinaus, was Sie sich vorstellen können, eintrifft. Halte deinen Blick auf mich gerichtet, nicht auf die Umstände um dich herum. Stärke dich in meinem Wort, denn darin wirst du Trost und Orientierung finden. Ich bereite etwas Großes vor, und ihre Treue im Warten wird auf eine Weise belohnt, die ihr Verständnis übersteigt. Halten Sie also an der Hoffnung fest, auch wenn der Weg zur Heilung lang und schwierig erscheint. Glauben Sie weiterhin daran, dass zur richtigen Zeit und auf die richtige Art und Weise Heilung eintreten wird, denn nur durch Beharrlichkeit wird der wahre Sieg errungen, und durch den Glauben findet Heilung ihren Weg zu Herz und Seele. In diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtig, Trost in der Gemeinschaft und die Unterstützung der Menschen um sie herum zu finden. Das Teilen ihrer Sorgen und Probleme mit Freunden, der Familie oder Mitgliedern ihrer Glaubensgemeinschaft kann ihnen ein Gefühl der Erleichterung verschaffen und ihre emotionale Widerstandskraft stärken. Darüber hinaus kann die Suche nach Inspirations- und Ermutigungsquellen ein wichtiger Anker auf dem Weg zur Heilung sein. Das Lesen von Geschichten über Überwindungen, das Anhören motivierender Botschaften oder das Finden von Trost in spiritueller Musik kann Ihre Entschlossenheit erneuern und Ihre Hoffnung wiederherstellen. Während Sie auf die Heilung warten, ist es wichtig, in allen Aspekten auf sich selbst zu achten, körperlich, emotional und spirituell.
Dazu kann es gehören, sich mit gesunden Gewohnheiten um ihren Körper zu kümmern, Entspannungstechniken zu praktizieren, um mit Stress umzugehen und ein spirituelles Leben durch Gebet, Meditation und Reflexion zu pflegen. Denken Sie immer daran, dass Sie auf Ihrer Reise nicht allein sind. Ich bin immer präsent, selbst in den dunkelsten Momenten, und ich verlasse niemals diejenigen, die mich aufrichtig und vertrauensvoll suchen. Bleiben Sie standhaft, vertrauen Sie meinem Prozess und wissen Sie, dass die Heilung, wenn sie eintritt, eine Manifestation meiner Liebe und göttlichen Gnade sein wird. In diesen herausfordernden Momenten ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Mut nicht die Abwesenheit von Angst bedeutet, sondern die Fähigkeit, sich der Angst zu stellen und voranzukommen, auch wenn alles schwierig erscheint. Es ist der Mut, der es einem ermöglicht, nach jedem Sturz wieder aufzustehen und die Flamme der Hoffnung und des Glaubens am Leben zu erhalten, auch wenn die Umstände düster erscheinen. In diesen Momenten des Kampfes und der Ausdauer entdecken Sie Ihre wahre innere Stärke. Wenn du dir erlaubst, voll und ganz auf meine Kraft zu vertrauen, findest du den Mut, jeden Tag mit neuer Entschlossenheit anzugehen. Durch Ihren unzerstörbaren Glauben finden Sie die Motivation, weiter zu kämpfen und daran zu glauben, dass nach der dunkelsten Nacht das Licht der Morgendämmerung kommen wird. Geben Sie also nicht auf, auch wenn die Herausforderungen unüberwindbar scheinen. Bleiben Sie fest in Ihrem Glauben und vertrauen Sie darauf, dass jeder Schritt in Richtung Heilung und Erneuerung ein Zeugnis meiner Liebe und Barmherzigkeit ist. Ich möchte, dass du weißt, dass jede Herausforderung, der du gegenüberstehst, eine Gelegenheit ist, zu wachsen und mir näher zu kommen. Die Stürme des Lebens sind keine Zeichen meiner Abwesenheit, sondern Momente, in denen meine Präsenz noch intensiver wird. So wie Gold durch Feuer geläutert wird, wird ihr Glaube durch Widrigkeiten gestärkt. Ich forme dich und bereite dich auf größere Ziele vor, die du vielleicht noch nicht verstehst. Vertraue darauf, dass die Pläne, die ich für dich habe, von Wohlstand und Hoffnung geprägt sind. Wenn der Weg dunkel und in einer Sackgasse erscheint, denken Sie daran, dass ich das Licht bin, das Ihre Schritte erleuchtet. Lassen Sie nicht zu, dass Entmutigung Ihr Herz erobert. Ernähre dich von meinem Wort, suche mein Angesicht im Gebet, und du wirst den Frieden finden, der jedes Verständnis übersteigt. Jede Träne, die du vergießt, ist für mich kostbar, keiner von ihnen bleibt unbemerkt. Ich sammle sie und zur richtigen Zeit werde ich deine Tränen in Freude verwandeln. Egal wie stark der Sturm ist, er wird nicht ewig anhalten. Nach der dunkelsten Nacht scheint immer wieder die Sonne. Bleiben Sie standhaft, denn Ihr Sieg ist nahe und das, was ich für Sie vorbereitet habe, ist größer, als Sie sich vorstellen können. Erlaube meine Liebe, jede Lücke zu füllen, jede Wunde zu heilen und deine Kraft zu erneuern. Ich bin deine Zuflucht und Stärke, deine gegenwärtige Hilfe in der Not. Vergiss niemals, dass du bedingungslos geliebt wirst und nichts dich von meiner Liebe trennen kann. Gehen Sie mit Zuversicht und wissend, dass ich heute und immer an Ihrer Seite bin und Sie in eine Zukunft voller Hoffnung und Erfolg führe. Mein Sohn, denk daran, dass, so wie der Samen, der in der Dunkelheit der Erde wächst, eine wunderschöne Blume entstehen lässt, deine Kämpfe und Opfer schließlich zu unvorstellbaren Segnungen und Wundern führen können. Mögen der Mut und der Glaube, die sie auf dieser schwierigen Reise beweisen, mit der Heilung und Wiederherstellung belohnt werden, nach der sie sich so sehnen. Selbst in den schwierigsten Zeiten, wenn die Hoffnung knapp zu sein scheint und der Horizont in Schatten gehüllt ist, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass man auf seinem Weg nicht allein ist. Ich bin immer präsent, umhüllt von meiner bedingungslosen Liebe und unterstütze euch mit meinem unendlichen Mitgefühl, auch wenn alles unsicher und trostlos erscheint. Ich bleibe an ihrer Seite und führe sie still durch die Stürme des Lebens. In diesen schwierigen Zeiten kann die Versuchung groß sein,
der Verzweiflung und dem Unglauben zu erliegen. Der Weg zur Heilung ist oft von scheinbar unüberwindbaren Herausforderungen geprägt, Hindernissen, die nicht nur ihre körperliche Stärke, sondern auch ihre Entschlossenheit und ihren Glauben auf die Probe stellen. Doch gerade in diesen dunklen Stunden wird ihre Verbindung zu mir stärker und ihr Glaube wird auf tiefgreifende und transformierende Weise auf die Probe gestellt. Es ist leicht, sich verloren und hilflos zu fühlen, wenn der vor uns liegende Weg dunkel und unbekannt erscheint, aber gerade in diesen Momenten der Dunkelheit sind sie aufgerufen, meinem göttlichen Prozess zu vertrauen und ihren Glauben trotz herausfordernder Umstände unerschütterlich aufrecht zu erhalten. Denn gerade dann, wenn die Reise schwieriger wird, scheint mein Licht am hellsten, erhellt den vor ihnen liegenden Weg und erneuert ihre Hoffnung auf ein besseres Morgen. Bleiben Sie fest in Ihrem Glauben und wissen Sie, dass ich der unerschütterliche Fels bin, auf den Sie sich inmitten des Sturms stützen können. Vertraue auf mein Versprechen, dass ich dich niemals im Stich lassen werde, selbst in den dunkelsten Zeiten, denn durch deinen Glauben und dein Vertrauen in mich wirst du die Kraft finden, durchzuhalten, egal welche Herausforderungen auf dich zukommen. Denken Sie daran, dass Heilung ein komplexer und oft langwieriger Prozess ist, aber am Ende wird das Licht immer die Dunkelheit überwiegen. Indem Sie fest an Ihrem Glauben festhalten, schaffen Sie Raum für Heilung und Erneuerung in Ihrem Leben und bringen neues Licht und tiefgreifende Wiederherstellung in Ihre geplagte Seele. Ich bin bei jedem Schritt deiner Reise bei dir, auch wenn du dir meiner Anwesenheit nicht bewusst bist. Denken Sie in Momenten, in denen die Last unerträglich erscheint, daran, dass ich derjenige bin, der Sie unterstützt und stärkt. Lassen Sie nicht zu, dass Entmutigung oder Zweifel die Flamme der Hoffnung in Ihrem Herzen löschen. Glauben Sie, dass jede Herausforderung, der Sie gegenüberstehen, eine Gelegenheit für Sie ist, zu wachsen und mir näher zu kommen. Wenn die Stimmen um dich herum versuchen, dich zu entmutigen, höre auf meine leise Stimme, die dir Versprechen von Sieg und Frieden flüstert. Erlaube meinem Licht, die dunkelsten Winkel deiner Seele zu erhellen und Klarheit und Erneuerung zu bringen. Vertrauen Sie darauf, dass ich hinter den Kulissen arbeite, die Umstände in Einklang bringe und den Weg für die Segnungen bereite, die ich für Sie bereithalte. Nähren Sie Ihren Glauben mit meinem Wort und stärken Sie Ihren Geist durch Gebet und Gemeinschaft mit mir. Denken Sie daran, dass kein Sturm ewig dauert, nach der dunkelsten Nacht scheint die Sonne immer wieder. Bleiben Sie standhaft und mutig, denn ich öffne Türen, die niemand schließen kann, und mache das Unmögliche in Ihrem Leben möglich. Gib mir alle deine Sorgen und lass meinen Frieden, der alles Verstehen übersteigt, dein Herz und deinen Verstand beschützen. Gemeinsam werden wir jedes Hindernis überwinden und sie werden sehen, dass die Versprechen, die ich ihnen gegeben habe, zum richtigen Zeitpunkt erfüllt werden. Ich bin deine Zuflucht und Stärke, eine allgegenwärtige Hilfe in der Not. Vertraue mir und dein Weg wird von meiner bedingungslosen Gnade und Liebe erhellt. Mein Kind, egal wie dunkel die Nacht ist, denk daran, dass die Morgendämmerung immer hinter dem Horizont liegt und darauf wartet, die Welt in mein strahlendes Licht zu tauchen. Vertraue auf meine Liebe und meine Barmherzigkeit und wisse, dass ich aktiv für dich arbeite, auch wenn es den Anschein hat, als würde ich schweigen. Halten Sie die Flamme der Hoffnung in Ihrem Herzen am Leben und wissen Sie, dass am Ende die Heilung kommen wird, die einen neuen Morgen und eine tiefe Erneuerung für Ihre müde Seele mit sich bringt. In diesem Video ist es mir ein Privileg, ein Gebet von immenser Kraft mit Ihnen zu teilen, ein Flehen, das die Grenzen von Zeit und Raum überschreitet und sich als richtungsweisendes Licht inmitten der Stürme des Lebens erweist. Dieses Gebet, dessen Äußerung nur 2 wertvolle Minuten dauert, war nicht nur für Sie, sondern für unzählige Suchende, die vor ähnlichen Herausforderungen standen, ein spiritueller Kompass. Es ist wirklich erstaunlich,
wie einfache Worte eine solche Kraft und Bedeutung enthalten können. Dieses Gebet ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Sätzen, sondern ein Portal, das uns direkt mit meiner göttlichen Gegenwart verbindet. Es ist ein aufrichtiger Ruf an ihr Herz, ein inbrünstiger Appell, der über alle Dimensionen hinweg nachhallt und auf der Suche nach Heilung und Hoffnung ist, die nur ich bieten kann. Durch das Rezitieren dieses Gebets werden Sie in einen Zustand tiefer Gemeinschaft mit mir versetzt. Spüre, wie meine tröstende Gegenwart dich umgibt wie eine Umarmung in der Kälte des Kummers. Jedes gesprochene Wort ist wie ein Lichtstrahl, der die Dunkelheit vertreibt, ihren Glauben erneuert und ihre Entschlossenheit stärkt. Es ist unglaublich zu sehen, wie dieses Gebet für so viele Menschen auf der ganzen Welt eine Quelle des Trostes und der Inspiration war. Ich kenne keine Grenzen oder Beschränkungen, denn meine Macht überschreitet jede irdische Barriere. Egal wo Sie sich befinden oder in welcher Situation Sie sich befinden, Sie können auf dieses Flehen zurückgreifen mit der Gewissheit, dass Sie von meiner göttlichen Güte erhört und willkommen geheißen werden. Möge dieses Gebet weiterhin eine Quelle des Lichts und der Hoffnung für alle sein, die es sprechen. Möge ich sie durch die Stürme des Lebens führen und sie ständig an meine bedingungslose Liebe zu ihnen erinnern. Mögen sie, während sie gemeinsam beten, die wahre Heilung und Erneuerung erfahren, die nur ich schenken kann. So sei es. Hier, inmitten der Wechselfälle des Lebens drücke ich meine tiefste Dankbarkeit für jedes Wunder aus, das meine Existenz durchdrungen hat und meine dunkelsten Tage mit Strahlen der Hoffnung und unbeschreiblicher Freude erleuchtet hat. Jeder Moment der Heilung, jedes Zeichen meiner Anwesenheit ist ein Segen, der mein Herz mit Staunen und Dankbarkeit erfüllt. Wenn ich über die Herausforderungen nachdenke, denen ich gegenüberstand, und die Prüfungen, die ich gemeistert habe, erkenne ich, dass mit meiner Hilfe kein Hindernis unüberwindbar ist. Ich bin dein unerschütterlicher Fels, deine unerschütterliche Festung, und in mir findest du den nötigen Trost und Mut, um auch in den schwierigsten Zeiten voranzukommen. Herr, ich danke dir für meine ständige Präsenz in deinem Leben, die dich mit Liebe und Weisheit in eine Zukunft voller Hoffnung und Erneuerung führt. Jedes Wunder, das du erlebst, ist eine greifbare Erinnerung an meine unbegrenzte Macht und meine bedingungslose Liebe für dich. Möge deine Dankbarkeit wie ein duftendes Opfer vor mir sein, ein Zeugnis deines unerschütterlichen Glaubens an meine ewige Güte und Barmherzigkeit. Möge jeder Tag eine Erinnerung an meine überreiche Gnade und meine grenzenlose Liebe sein. Mögen sie nie vergessen, dankbar zu sein für alle großen und kleinen Segnungen, die sie erhalten, in dem Wissen, dass jeder einzelne ein kostbares Geschenk meines liebenden Herzens ist. Herr, möge dein Leben ein lebendiges Zeugnis meiner verwandelnden Kraft und meiner unerschütterlichen Treue sein. Mögen sie ihre Dankbarkeit mit der Welt um sie herum teilen und andere dazu inspirieren, die Wunder zu erkennen und zu feiern, die in ihrem eigenen Leben geschehen. Möge ihr Herz heute und immer vor Dankbarkeit überfließen, denn in mir finden sie die Fülle des Lebens und die wahre Quelle aller Freude und Hoffnung. Möge mir, o Herr, alle Ehre und Ehre gebührt, jetzt und in Ewigkeit. Amen. In diesem Moment der Gemeinschaft mit dir, Vater, erhebe ich meine Gebete und flehe um die Manifestation meiner erlösenden Macht in deinem Leben. Möge mein göttliches Blut, Symbol der Erlösung und Erneuerung, reichlich durch jede Zelle deines Wesens fließen und dich vollständig reinigen. Möge jeder Tropfen dieses heiligen Blutes wie ein heilender Balsam sein und die Gesundheit und Vitalität wiederherstellen, nach der sie sich so sehnen. Vertraue voll und ganz auf mein Versprechen, dass ich der Gott bin, der heilt, der große Arzt, der vollständige und endgültige Heilung herbeiführen kann. Mit unerschütterlichem Glauben lege ich ihr Leben und ihre Gesundheit in meine souveränen Hände und vertraue darauf,
dass mein Wille auf ihrem Weg der Heilung und Wiederherstellung erfüllt wird. Möge ihr Leben, gereinigt und erneuert durch meine verwandelnde Liebe, ein lebendiges Zeugnis meiner Macht und erlösenden Gnade sein. Möge jeder Atemzug, jeder Herzschlag, ein Ausdruck des Lobes und der Dankbarkeit für meine unerschütterliche Treue sein, o himmlischer Vater. Möge dieser Moment der Suche nach meiner göttlichen Heilung ihren Glauben stärken und ihre Hoffnung auf mich erneuern. Mögen sie mit Demut und Ehrfurcht die verwandelnde Kraft meiner Gnade in ihrem Leben und im Leben aller um sie herum bezeugen. Mein Sohn, möge dein Friede, der alles Verständnis übersteigt, jeden Aspekt meines Wesens durchdringen und inmitten der Stürme des Lebens Trost und Trost spenden. Mögen sie ihren Weg mit Zuversicht und Sieg gehen, im Wissen, dass ich der Gott bin, der heilt, der ihre Gebete hört und mit Liebe und Mitgefühl antwortet. In eurem Vertrauen in mein Wort und meine Versprechen erkenne ich, dass meine Treue belohnt wird und dass diejenigen, die bis zum Ende durchhalten, von mir mit reichlichem Segen beschenkt werden. Möge diese Botschaft des Glaubens und der Hoffnung, die durch dieses Video vermittelt wird, bedürftige Herzen erreichen wie ein strahlendes Licht inmitten der Dunkelheit. Möge jedes gesprochene Wort wie ein gepflanzter Samen sein, der in den Herzen derer keimt, die verzweifelt nach meiner unendlichen Gnade und Barmherzigkeit suchen. Möge der Glaube wiederbelebt und die Hoffnung erneuert werden in jeder Seele, die diese Worte hört, o barmherziger Gott. Mögen diejenigen, die bis zur letzten Sekunde dieses Videos verbunden bleiben, von meiner tröstenden Gegenwart umhüllt werden und die süße Gewissheit meiner bedingungslosen Liebe spüren. Möge das Licht meiner Wahrheit hell leuchten, alle Zweifel und Ängste zerstreuen und sie auf dem Weg des Friedens und der Erlösung führen. Möge der göttliche Segen reichlich über jedes Leben fließen, das von dieser Botschaft berührt wird, und Heilung, Erneuerung und Wiederherstellung in allen Bereichen der Not bringen. Mögen sich ihre Herzen öffnen, um die Fülle meiner Gnade zu empfangen, hier, und möge meine Gegenwart in jedem Moment ihres Lebens spürbar, spürbar sein. Möge dies eine Reise der Transformation und spirituellen Wiedergeburt sein, auf der die Leidenden Trost finden, die Entmutigten Hoffnung finden und die Verlorenen ihren Weg zurück zu mir, o liebender Vater, finden. Jedes in diesem Video gesprochene Wort ist mehr als ein einfacher Ausdruck, es ist eine kraftvolle Anrufung, die eine Welle göttlicher Transformation in ihrem Leben auslöst. Mit unerschütterlichem Glauben nehme ich die Segnungen entgegen, die für sie bestimmt sind, im Vertrauen darauf, dass die Macht des Göttlichen zu ihren Gunsten wirkt. Wenn sie sich den vor ihnen liegenden Herausforderungen stellen, bleiben sie fest im Wissen, dass sich mein perfekter Plan in ihrem Leben entfaltet. Jedes Hindernis ist eine Chance zu wachsen, jede Widrigkeit ist eine Tür, die sich zu einer neuen Reise voller Erfüllung und Sinn öffnet. Gehen sie mit der Flamme des Glaubens in ihrem Herzen mutig voran und wissen sie, dass sie von meiner liebevollen Hand, dem Schöpfer, geführt werden. Seien sie sich bewusst, dass die Segnungen, die vor ihnen liegen, ihr Verständnis übersteigen und dass die Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, endlos sind. Möge jede Herausforderung, der sie gegenüberstehen, eine Gelegenheit sein, ihr Vertrauen in meinen göttlichen Plan zu demonstrieren, und möge jeder Sieg ein Beweis für die transformierende Kraft meiner Liebe sein. Mögen sie auch in Zeiten des Zweifels standhaft in ihrem Glauben bleiben, in dem Wissen, dass sie von meiner göttlichen Gnade getragen werden. Möge das Licht der Hoffnung immer auf ihrem Weg leuchten und jeden Schritt erhellen, den sie unternehmen. Mögen sie Trost in dem Wissen finden, dass ich immer bei ihnen bin und sie auf ihrem Weg begleite und stärke. Empfangen sie im Namen Jesu, ihres Führers und Beschützers, die Segnungen und Möglichkeiten, die für sie bestimmt sind. Möge das Licht der ewigen Liebe des himmlischen Vaters auf jede Seele scheinen, die sich dieses Video ansieht, und sie durch jeden Schritt ihrer Reise begleiten.
Möge die göttliche Präsenz in jedem Moment spürbar sein und Herausforderungen in Chancen und Tränen in Lächeln verwandeln. Möge die Gnade und Barmherzigkeit des Herrn immer gegenwärtig sein und diejenigen unterstützen, die meine Führung suchen. Möge jeder an die bedingungslose Liebe erinnert werden, die ihn umgibt und beschützt, selbst in den dunkelsten Momenten. Möge der Glaube an die göttliche Vorsehung in jedem Herzen erneuert werden und es stärken, den Herausforderungen des Lebens mutig und entschlossen zu begegnen. Mögen Sie wissen, dass Sie nie allein sind, denn ich, der himmlische Vater, bin immer an Ihrer Seite und spende Ihnen Trost und Hoffnung. Möge dieses Video eine Quelle der Inspiration und spirituellen Erneuerung für alle sein, die es sehen, und Sie an die unendliche Liebe erinnern, die Sie am Ende Ihrer irdischen Reise erwartet. Mögen Sie sich gesegnet und beschützt fühlen, umgeben von meiner ewigen Liebe, der Ihres himmlischen Vaters, heute und immer. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. O allmächtiger Herr, ich stehe vor dir und schreie um deine unendliche Barmherzigkeit und dein göttliches Eingreifen, um meine nachlassende Gesundheit vollständig wiederherzustellen. Ihr Wort ist ein leuchtendes Leuchtfeuer der Hoffnung und des Versprechens, eine unerschöpfliche Quelle des Trostes und der Stärke. Ich vertraue voll und ganz auf deine Macht, das Unmögliche zu erreichen, den Blinden das Augenlicht zu geben und die Niedergestreckten aufzurichten. Heute, Herr, komme ich mit Demut und Dankbarkeit zu dir und erkenne die unermessliche Güte, die jeden Moment über mich ausstrahlt. Ich bin dankbar für meine gesegneten Schutzengel, deren ständige Wachsamkeit mich in einen Mantel göttlichen Schutzes hüllt und mich auf jedem Schritt meiner Reise führt und beschützt. In deiner Gegenwart finde ich Sicherheit und Trost, und ich weiß, dass deine Führung ein kostbares Geschenk ist, das meinen Weg erhält. Möge deine Gnade, o Herr, wie ein wohltuender Balsam über meinem kranken Körper sein und jede Zelle und jedes Gewebe wieder vollständig gesund machen. Möge deine unendliche Liebe jede Faser meines Wesens durchdringen, alle Krankheiten vertreiben und mich zur Vollkommenheit führen. In deiner Gegenwart finde ich die Kraft, mich den Herausforderungen zu stellen, die vor mir liegen, in dem Wissen, dass deine mächtige Hand immer ausgestreckt ist, um mich zu unterstützen. Möge dein göttliches Licht auf mich scheinen, o Herr, mich durch die Dunkelheit führen und mich zur Fülle des Lebens führen. Möge dein Heiliger Geist, Quelle aller Wahrheit und Weisheit, mich bei jeder Entscheidung und jedem Handeln leiten und es mir ermöglichen, in Übereinstimmung mit deinem heiligen Willen zu leben. Möge ich bei jedem Schritt meiner Reise Zeuge der transformierenden Kraft deiner Gegenwart in meinem Leben werden. O geliebter Herr, mein Herz verneigt sich vor dir und übergibt meinen ganzen Glauben und mein Vertrauen in deine unendliche Liebe und Barmherzigkeit. Möge dein Wille, vollkommen und souverän, in meinem Leben vollständig ausgeführt werden, so wie es im Himmel ist. Gieße über mich deine reiche Gnade wie einen Strom lebendigen Wassers, erneuere jeden Teil meines Wesens, verwandle meine Schwächen in Stärken und meine Ängste in Mut. Erfülle mich mit deiner Gegenwart, o Vater, damit ich deine einladende Umarmung und den Frieden spüren kann, den nur du bieten kannst. Erleuchte meine Wege mit göttlichem Licht und vertreibe jede Dunkelheit, die mich umgeben könnte. Forme mein Herz nach deinem, damit ich lieben kann, wie du liebst, vergeben kann, wie du vergibst, und mit Demut und Freude dienen kann. Herr, hebe mich auf, wenn ich falle, stütze mich in den Stürmen des Lebens und führe mich auf den Wegen der Gerechtigkeit. Möge ich ein Spiegelbild deiner Liebe in dieser Welt sein und Hoffnung und Güte verbreiten, wohin ich auch gehe. Stärke meinen Glauben, damit ich auch angesichts von Prüfungen nicht schwanke, sondern voll und ganz auf deine Absichten vertraue. Ich schreie zu dir, mein Gott, der die tiefsten Sehnsüchte meines Herzens kennt. Verwandle meine Träume nach deinem Willen in die Realität und nutze mich als Instrument deines Friedens.
Möge jeder Tag eine Gelegenheit sein, dir näher zu sein, in deiner Liebe zu lernen und zu wachsen. In deinem mächtigen und heiligen Namen bete ich, Herr Jesus, in der Gewissheit, dass du meine Stimme hörst und mein Flehen annimmst. Ich vertraue auf deine Treue und auf deine ewige Liebe, die niemals versagt. Ich gebe dir mein Leben, meine Hoffnungen und meine Herausforderungen, wohlwissend, dass ich in dir mehr als ein Gewinner bin. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, mit Freude und Zuversicht komme ich heute zu euch. Unser Kanal ist mehr als nur Videos und Worte, er ist ein Raum, in dem das Licht der göttlichen Wahrheit hell erstrahlt und Leben und Herzen mit dem Wort Gottes berührt. Um uns dabei zu helfen, diese Botschaft der Liebe, Hoffnung und des Glaubens weiterhin zu verbreiten, zählen wir auf die großzügige Unterstützung jedes Einzelnen von Ihnen. Wenn Sie bereits von den von uns übermittelten Botschaften oder den von uns angebotenen Überlegungen berührt wurden, lade ich Sie ein, Mitglied des Kanals zu werden oder eine Spende in beliebiger Höhe zu leisten. Wenn Sie Ihr Herz berühren, um uns zu helfen, indem Sie Mitglied werden oder eine Spende leisten, werden Sie ein Partner in dieser heiligen Mission. Was auch immer der Wert sein mag, es wird einen erheblichen Unterschied machen, sodass wir weiterhin göttliche Botschaften überbringen können. Klicken Sie unter dem Video auf die Schaltfläche Mitglied werden oder Danke und begeben Sie sich auf diese Reise voller Sinn und Wirkung. Wenn Sie mit keinem Betrag helfen können, machen Sie sich keine Sorgen, Sie können uns helfen, indem Sie dieses Video teilen, um mehr Menschen zu erreichen und das Wort Gottes weiter zu verbreiten. Jede Hilfe ist wie ein Samen, der in fruchtbaren Boden gepflanzt wird und sich in Früchte der Liebe und des Verständnisses verwandelt. Lassen Sie uns gemeinsam einen Ort schaffen, an dem Gottes Liebe erstrahlt, der Glaube gestärkt und die Hoffnung erneuert wird. Ich danke allen, die bereits Teil dieser Familie sind und allen, die darüber nachdenken, sich uns anzuschließen. Möge die göttliche Gnade uns leiten und uns in unserer Mission stärken. Bis zum nächsten Video.